Während sich die österreichische Staatsspitze in dieser Woche in den Vereinigten Staaten aufhält, in New York bei der UNO-Vollversammlung, hat in deren Abwesenheit ein zentrales Thema die Berichterstattung dominiert, nämlich die Frage, ist Herbert Kickl geimpft oder ist er doch nicht geimpft? Ausgehend von einem OE24-Fellner-Live-Interview, bei der der PR-Experte und Stratege Wolfgang Rosan behauptet hat, dass Herbert Kickl Gerüchten zufolge nicht geimpft sei. Diese Frage blieb tagelang unbeantwortet. Am Freitag um 9.30 Uhr hat der FPÖ-Chef im Rahmen einer Pressekonferenz dieses Gerücht, so wie er sagt, aus der Welt geschafft. Er hat den Beweis angetreten, er ist nicht geimpft. Bewiesen hat er das mit einem sogenannten Antikörpertest. Dieser wurde durch Blutabnahme durchgeführt und vom Arzt seines Vertrauens, Dr. Markus Franz, durchgeführt. Diese Beweiserbringung erfolgte auf durchaus aufsehenerregende Art innerhalb der Pressekonferenz, nämlich durch Einspielung eines Videos, auf dem zu sehen war, wie Herbert Kickl Blut abgenommen wurde und der Test weiter verarbeitet wurde. Herbert Kickl hat betont, dass eine persönliche Erklärung dieser Art ein erstes Mal auch für ihn war. Es war das erste Mal in seiner politischen Laufbahn und er hat das gemacht, weil ihm die Bürger vertrauen sollen. Er hat gemeint, diese Gerüchte, das war ein Frontalangriff auf seine Glaubwürdigkeit, das sei ein unfairer Wettbewerb, denn man müsse sozusagen seine Unschuld erst beweisen. Dies sei ein faules Spiel, so und mit anderen Worten hat es Herbert Kickl ausgedrückt. Er möchte hier auch dieser generellen Art, nämlich mit Gerüchten Politik zu machen, einen Riegel vorschieben. Er möchte das stoppen. Er hat hier auch zahlreiche andere Beispiele genannt, wie man mit Gerüchten den politischen Mitbewerb in die Defensive drängen könnte. Das sei schlechte politische Praxis. Daher war es auch nicht überraschend, dass Herbert Kickl zu einem Gegenangriff auf Wolfgang Rosam ausgeholt hat. Er hat gemeint, nachdem Wolfgang Rosam einen allfälligen Rücktritt gefordert hat, wäre es nun Zeit, auch für Wolfgang Rosen nun Konsequenzen zu ziehen.